Hallo, du bist beim Golfen mit Freude. Winter ist die perfekte Zeit, an Schwung zu arbeiten, an Bewegungsablauf. Und heute machen wir Rückschwung. Wenn du das Gefühl hast, dass du zu weit ausholst, dein Trainer sagt es dir oder deine Mitspieler sehen das. Du siehst auch, dass du den linken Arm vielleicht ein bisschen zu sehr beugst, dass du zu wackelig hier mit den Händen bist. Dann probiere oder mache unbedingt Folgendes. Beim Ausholen, gleich beim Start des Rückschwunges, winkel deine Hände. Nun, ist es sehr wichtig fürs kurze Spiel, und das bringe ich meinen Schülern auch sehr viel bei. Beim kurzen Spiel, wenn du es schaffen kannst, mit wenig Handgelenk zu chippen oder mit dem Sandwich zu pitchen, das ist ganz gut. Aber für das lange, für lange Spiel, für lange Schläge, Eisen 8, Eisen 7, Hölzer, da schlage ich vor, dass du gleich winkelst. Du siehst, hier ist ein Winkel von 90 Grad schon und ich habe kaum ausgeholt. Das ist ganz gut, weil wenn ich jetzt am Anfang winkele, dann ist es viel einfacher für mich, den Arm gerade zu halten. Außerdem, wenn ich früh winkele, dann ist mein Schläger sehr schnell da. Dann muss ich mich nicht so viel bewegen, viel drehen. Wenn ich Schmerzen im Rücken habe oder nicht flexibel bin, ist das eine sehr gute Sache. So, gleich mit den Händen arbeiten, der linke Arm bleibt gerade und du wirst so weniger ausholen können und du wirst trotzdem schön Schlägerkopfgeschwindigkeit haben, weil du die Hände ins Spiel behalten hast. Okay, so sofort winkeln, so behältst du den linken Arm gerade und so musst du dich nicht so viel beim Ausholen drehen. So, du merkst bei mir, ich habe Ball Boden getroffen, ist es hier ziemlich wenig und beim Durchschwingen mehr. Ich wünsche viel Spaß dabei, wenn du es noch nicht gemacht hast. Golf mit Freude, bitte abonnieren. Das ist ein Kanal für Golfer, die nicht ganz erfahren sind, die wirklich den nächsten Schritt machen möchten.